Ein wunderschön. Ich habe versprochen, wir stellen den Motor ein, nach meiner Art, wie ich das brauche. Für den Straßenverkehr definitiv nicht zu gebrauchen. Fürs Rennen hat es gereicht. Dafür war es okay. Ich muss mich gleich entschuldigen, die Belichtung ist scheiße, aber ich will hier nicht ersticken, wenn wir das Ding laufen lassen. Ich habe mir einen Wasserkühler reingebaut mit einer elektrischen Wasserpumpe, die hatte ich noch. Das war ja wie gesagt im Rennbetrieb, da stand der Kühler hinten. Wir werden heute die Luftmassenmesser einstellen und gucken, dass wir den halbwegs gleich hingestellt kriegen, dass beide Seiten gleich Luft ansaugen. Da habe ich vorne das Manometer. Das erkläre ich aber noch. Folgendes, die beiden Manometer ist einmal die linke Seite, einmal die rechte Seite. Ich habe ja gesagt, ich habe hier Anschlüsse dran. Die brauche ich, um zu gucken, ob zu wenigstens halbwegs gleich Luft ansaugt. Kann man mit den beiden Drosselklappen hinstellen. Problem ist aber schon, es ist alles sehr alt, stand lange rum. Da ist mir eine so eine, ja, ich weiß, so ein Gewindestift gebrochen. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir das vielleicht halbwegs eingestellt kriegen. Wir fangen aber erstmal mit denen an. Das sollte man heute aus der Sicht von oben einigermaßen gut sehen. Hier ist nämlich zu erkennen, wenn wir den hier sehen, der schwabbelt nur vor sich hin und der ist stramm wie Sau. Das wollen wir abändern, zumindest, dass beide gleichzeitig halbwegs den gleichen Wert haben. Dafür möchte ich den hier, der geht mir nämlich eindeutig zu stramm, den stellen wir jetzt ein Stück runter. Das macht man, hier unten ist eine Feder drin, hier ist er eingehakt. Die drücken wir ein Stück weg und drehen uns das ein bisschen loser, bis ich so von meinem Gefühl her sage, okay, so müsste das sein. Das mache ich jetzt erst. Um die einzustellen, wie gesagt, die eine Klammer wegdrücken, das ist nämlich mit ganz speziellem Spezialwerkzeug zu machen. Und zwar muss die Feder hier raus gedrückt werden. Und wir müssen mal gucken, in welche Richtung jetzt. Ich drehe den erstmal ein Stückchen zurück, dass der vielleicht ein bisschen entspannter ist, der Kumpel. Kann auch fester gewesen sein. Gute Frage. Das muss ich nochmal nachstellen. Jetzt ist er schon ein bisschen entspannter. Finde ich aber immer noch ziemlich stramm, weil das Problem ist, je mehr Gas wir geben, desto mehr müssen die aufgehen, desto mehr muss eingespritzt werden. Also mache ich das noch ein bisschen loser. So, jetzt haben wir das Problem, der ist zu lose. Im Laufen, also sprich im Leerlauf, müssen die Klappen eigentlich noch geschlossen sein, weil dafür haben wir hier so einen Bypass, dass der hier vorbeigeht. Also machen wir das doch wieder ein bisschen strammer. Bis ich der Meinung bin, ist okay. Probieren jetzt mal. Ich denke mal, so wäre das für mich okay. Jetzt, um den anderen gleich hinzurichten, weil der schwabbelt hier nur, habe ich mir was gekauft, zeige euch. Ist total teuer, ist auch total präzise. Sei auch mal dahingestellt, hier ist eine kleine Skala drauf und je mehr ich jetzt hier, wie gesagt, ein Kraftmesser. Hänge ich mir das Ding hier ein und guck mal, wenn ich nicht immer hängen bleibe, leg mir das hier drauf, haltet ungefähr gleich lang hin. Guck mal, wenn ich so ungefähr in der Mitte bin, bin ich bei 200. Was auch immer das hier sein soll, keine Ahnung, bin ich hier in der Mitte bei 100. Also drehe ich den ein bisschen fester, ein bisschen strammer ist er. Gucken wir mal, ob wir jetzt ungefähr gleich haben. Bei Mitte sind wir hier bei 200. Halt fest hier. Und hier auch ungefähr bei 200. Also plus minus 0 passt dann. Jetzt hoffe ich, dass die auch so zubleiben. Sie fühlen sich jetzt beide gleich an. Jetzt müssen wir eine Sache noch einstellen. Die Leerlauf-CU-Zahlen. Ich mache das immer so, Motor muss ja erstmal anspringen. Also einmal komplett zu, alle beide. Dann, es ist alles nichts Genaues. Manche mal eine Runde und noch eine halbe. Dann habe ich so für mich eine Art Grundeinstellung. Eine Runde und noch eine halbe. Solltet ihr nicht für Autos versuchen, die im Straßenverkehr laufen. Das müsst ihr einstellen mit CO2-Messer und am besten jemand, der es kann. Ich mache das nur für meine Zwecke. Dann müsste er eigentlich jetzt normal anspringen. Ich habe mir hier, wie ihr seht, das waren vorher Schläuche, die haben sich gleich zusammengefressen. Sofern der Motor Luft ansaugt, habe ich durch Rohre ersetzt. Das ist optisch nicht das Schönste, aber es müsste funktionieren. Wir haben ein Drehzahlmesser. Ich guck mal, dass wir den jetzt erstmal im Stand laufen lassen.
man sehen und wie man es hören kann, zieht die Seite mehr, obwohl die eigentlich genauso stramm ist, aber der geht sofort auf. Entweder habe ich hier irgendwo eine Leckage auf der Seite, dass er Luft ansaugt. Kann ich auch nicht so genau sagen. Aber ich mache ihn nochmal an und gucke jetzt mal selber vorne auf die Vakuummanometer, wie der Ansaug hier ist. Also nochmal starten. Habt ihr gesehen, die eine Seite flattert mehr als die andere. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Die Seite. Ist ja auch zu sehen, die zieht ja auch mehr auf. Warum auch immer. Entweder geht der Kollege hier nicht, was natürlich auch sein kann. Das muss ich mal probieren. Der rattert nämlich ganz schön. Den probiere ich erstmal ein bisschen gängig zu machen und in Stand zu setzen. Also mache ich den erstmal fertig. So, also im eigentlichen Sinne funktioniert der. Werden wir nochmal probieren zu starten. Ein bisschen Wasser auf die Batterie, die muss ich mal ein Stück umfüllen. Kondenswasser aus dem Auspuff. So, nochmal. Wir tasten uns noch mal ein bisschen ran. Wir geben ihm noch mal, drehen ihn mal wieder zu. Ein bisschen mehr. So, hier haben wir jetzt. 1, 2, 3. Gucken wir mal, was wir hier haben. 1, 2, 3. Mal gucken, vielleicht läuft es besser. Lass mal die Wasserpumpe nebenbei ein bisschen laufen. Ist ja ein Stück besser geworden. Aber was mir nämlich auffällt, wir kommen nicht mehr an Vollgas ran. Wir müssen, oder was heißt, wir kommen schon an Vollgas ran, aber wir haben nicht mehr genug Sprit dafür. Ich muss die wieder loser stellen. Machen wir jetzt. Und wir probieren nochmal. So, ich würde sagen, wir machen nochmal die Kumpels hier wieder zurück und probieren das mal auf einer anderen Stufe. Wie gesagt, ich stelle das nicht großartig ein nach gewissen Parametern, sondern nach meinem Gedenken. Probieren wir es mal mit 1.
das ist so ein Problem. Jetzt weiß ich aber nicht, ob wir denn zu fett oder zu wenig haben. Kann auch sein, dass wir zu viel haben oder müsste hinten mehr rauskommen eigentlich. Jetzt kann natürlich sein, dass die Lambda-Sonnen nicht so funktionieren, wie sie sollen. Das probieren wir jetzt nochmal. Gucken wir uns das jetzt nochmal an. Ich glaube, das Problem ist, die sind jetzt zu lose und wir haben oben zu viel Sprit. Wir gucken mal, dass wir das nochmal nachgestellt kriegen. Und nächster Versuch. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Machen wir noch ein Stück strenger. Probe. Ich glaube, so langsam, wir kommen wieder auf die Drehzahl, wo wir hinwollen. Macht er jetzt jeweils nochmal einen Klick weiter. Lass währenddessen nochmal ein bisschen das Wasser laufen. Jetzt haben wir, merken wir ja, wenn wir runtergehen vom Gas, geht die Karre auf. Also, geben wir ihm nochmal ein bisschen mehr. Machen wir nicht eins. Machen wir mal zwei Umdrehungen. Vielleicht kommt er damit besser klar. Und wird langsam warm hier. Nächster Versuch. Ja, ihr merkt, Wasserpumpen muss noch weiterlaufen lassen. Wir kommen langsam dahin. Ich gebe ihm noch mal jeweils einen Klick mehr, weil die sind noch nicht ganz gleich. Und wir probieren es nochmal. Nicht schlecht. Wir werden uns trotzdem nochmal das Standgas erhöhen. Oder nicht das Standgas, sondern dass er mehr Luft kriegt. Und nächster Versuch. So, jetzt ist noch ein bisschen Ruhe hier, lüfte es wieder aus, das Wasser läuft noch.
Im Grunde habe ich ihn jetzt für mich eingestellt. So bin ich damit Rennen gefahren. Wie gesagt, Stockerrennen ist immer Vorder. Die Reifen müssen viel Dreck wegschieben. Das hat gut funktioniert. Und ihr seht, er läuft wieder im Stand. Das mit dem Gas annehmen, das ist ihm einfach zu aufregend, wenn er vom unteren Bereich hoch willst. Das kriege ich einfach nicht weggestellt. Man muss hier so gesehen halt kurz in Gang halten. Das wird hier langsam warm. Kurz in Gang halten und dann läuft er eigentlich ganz schnurbelig und gut. Ihr seht, wir erreichen Vollgas, wir können Abschaltdrehzahl erreichen und ihr könnt mir glauben, er hat seine Leistung. Jetzt kommt ihr nochmal ins Spiel. Ich habe ihn jetzt eingestellt, jetzt wäre er eigentlich soweit fertig, um den irgendwo reinzubauen. Oder wir basteln nochmal ein Turbo drauf, könnt ihr entscheiden, wir schwitzen auch noch was vor. Ich hoffe, der Sound ist einigermaßen rübergekommen, weil so schlecht hört sich die Maschine eigentlich nicht an. Das ist ein schöner V12. Vielleicht mache ich nochmal den Auspuff hinten ab, dann könnt ihr mal hören, wie laut das Ding ist. So, wie versprochen, V12 Sound, weil ich muss sowieso die Krümmer alle ändern, damit ich da ein Turbo rankriege. Ich hoffe, die Kamera schafft es aufzunehmen. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, man hat es gehört. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei gehabt. Das war Motor einstellen V12. Jetzt muss das Ding irgendwo rein. Zumindest hoffe ich, dass ich das irgendwo reinkriege. Oder den Turbo drauf, aber es wird wohl eher der Turbo werden. Könnt ihr gerne euch was wünschen. Vielleicht auch noch jemand anderes. Überlegt hatte ich auch mal, Motorradvergaser dran zu bauen. Aber das sind alles andere Ideen. Mal gucken, was mir noch so alles einfällt. Deshalb, ihr kennt das Spiel. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.